Hey, Oliver Schirmer hier. In diesem Video geht es um die besten Verkaufstipps für Verkäufer. Ja, hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, wie bereits erwähnt, geht es heute um die besten Verkaufstipps für Verkäufer und ich habe die Tage einen Blogartikel auf meinem Blog veröffentlicht unter www.oliverschirmer.de. Kannst du ja diese Tipps nochmal nachlesen und dir ausdrucken, wenn du das Ganze möchtest. Und ja, ich möchte dir einfach ein paar ja einfache Verkaufstipps an die Hand geben, ja, die dir als Verkäufer ja einfach weiterhelfen sollen, mehr und mehr zu verkaufen und vor allen Dingen auch von der Qualität bessere Verkäufe zu machen. Eins möchte ich dazu einfach sagen, ich halte es für absolut wichtig, dass du dich beim Verkaufen wohlfühlst, dass du authentisch bist, dass dir Verkaufen Spaß macht. Und deswegen ist auch wichtig, dass du eine Arbeitsweise für dich hast, ja, die dir eben halt auch Spaß macht und die zu dir passt, die dir liegt, ja. Und deswegen betrachte diese Tipps einfach als Buffet, nimm dir das weg, was für dich ja stimmig ist, was sich gut anfühlt und ja, und das, wo du einfach ja, wo du einfach denkst, das passt nicht zu mir, lass das Ganze einfach weg. Aber jetzt wollen wir auch gleich loslegen mit dem Verkaufstipp Nummer 1, Vertrauen aufbauen. Vertrauen ist das A und O. Wenn es dir nicht gelingt, Vertrauen aufzubauen, dann wirst du einfach schwer verkaufen. Und je besser dir gelingt, ja, Vertrauen mit dem Gesprächspartner aufzubauen, umso größer ist ganz einfach die Chance, dass du überhaupt was verkaufst, ja. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst online verkaufen, du kannst offline verkaufen und der optimalste Weg, ja, um Vertrauen aufzubauen, das ist natürlich immer der persönliche Kontakt, ja. Also wenn du mit dem Interessenten, wenn du mit dem Kunden ja direkt Auge in Auge sprechen kannst, egal ob bei ihm jetzt zu Hause, ja, im Wohnzimmer oder bei dir im Büro, du kannst deine volle Persönlichkeit einbringen. Du kannst natürlich auch die Sorgen, die Ängste, ja, die Bedenken, die ein Kunde, ein Interessent hat, ja, viel besser handeln und ihm ja seine Sorgen und Bedenken dementsprechend auch nehmen. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel online deine Kunden gewinnen willst, ja, dann ist es absolut möglich, ja, Vertrauen aufzubauen. Und das kannst du zum Beispiel durch einen eigenen Blog erreichen, ja, indem du einfach wertvolle Inhalte weitergibst, ja, oder so wie wenn du einfach Videos erstellst, ja, in denen du ja hilfreiche Tipps gibst, wo du ja deinen Kunden ja Lösungen an die Hand gibst, ja, wo du ja auf die Probleme deiner Zielgruppe eingehst und ihnen Lösungen aufzeigst. Und natürlich sind auch Referenzen und Empfehlungen möglich, ja, dass du diese gezielt einsetzt und du zeigst einfach durch das Weitergeben von Informationen, ja, durch wertvolle Inhalte, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du einfach weißt, wovon du sprichst, ja. Und dieses Weitergeben von wertvollen Inhalten und Tipps, ja, das führt auch zum nächsten Verkaufstipp, nämlich Reziprozität. Und Wikipedia schreibt hier dazu, Reziprozität bedeutet in der Soziologie Gegenseitigkeit, ja, auch Prinzip der Gegenseitigkeit und stellt ein Grundprinzip menschlichen Handelns dar. Vereinfacht kann man ganz einfach sagen, ja, dass wenn du jemandem etwas gibst, sei es ein wertvoller Tipp, ja, zum Beispiel auf deinem Blog oder in einem Video, oder du bietest jemanden in deinem Büro zum Beispiel einen Kaffee an, das kann was ganz Banales sein, ja, dann wird die Person, dein Gesprächspartner, wird dir irgendwas zurückgeben wollen, ja, in den meisten Fällen. Und das steigert eben, wie gesagt, die Chancen im Verkauf. Also einfach merken, wer viel gibt, der kann auch viel zurückbekommen. Dann Verkaufstipp Nummer 3, Rapport herstellen. Und da ist wieder so ein Fremdwort und Wikipedia schreibt hier dazu, Rapport kommt aus dem Französischen, bedeutet so viel wie Ertrag, Bericht, Beziehung, je nachdem, in welchem Zusammenhang man das Ganze sieht. Jetzt hier in unserem Fall wäre es zum Beispiel ja der Zustand verbaler und nonverbaler Bezogenheit von Menschen aufeinander, zum Beispiel in der Hypnose. Und das heißt also so viel wie, dass du durch Rapport eine Beziehung zu deinem Gesprächspartner aufbaust und das gelingt dir dann einfach, indem du ja dich quasi annäherst an deinen Gesprächspartner, dass du ihm ähnelst und quasi sozusagen ja deinen Gesprächspartner spiegelst. Ja, das kann in der Wortwahl sein, dass du ja ähnliche Worte benutzt wie dein Gesprächspartner. Das kann aber auch sein, dass du ja Bewegungen einfach spiegelst. Wenn zum Beispiel eine Person die Beine übereinander schlägt, dass du ja die gleiche Haltung einnimmst zum Beispiel. Und das signalisiert einfach dem Gesprächspartner ja meistens unbewusst, hey, der Typ da gegenüber, der ist genauso wie ich.
Verkaufstipp Nummer 4. Nutze zeitlich begrenzte Sonderangebote. Zeitlich begrenzte Angebote, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ja, um deine Verkaufschancen zu erhöhen. Weil stell dir einfach mal vor, eine Person ist grundsätzlich an deinem Produkt interessiert. So, und jetzt kann einfach dieser Sonderrabatt dazu führen, dass die Person kauft, weil sie es zu einem günstigeren Preis als den regulären bekommen kann. Und dadurch, dass es zeitlich begrenzt ist, ja, hilft es der Person dabei, ja, eine Entscheidung zu treffen, dass sie den Kauf nicht ins Unendliche hinauszögern kann, sondern wenn sie den vergünstigsten Preis haben möchte, dann ja, muss sie relativ zeitnah eine Entscheidung treffen. Also zeitlich begrenzte Sonderangebote können ja durchaus ja, deinen Verkauf ankurbeln. Verkaufstipp Nummer 5, Gratiszugaben. Das ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, wie du mehr verkaufen kannst, ja. Du kennst zum Beispiel ja diese Methode bei diversen Schuhhändlern, wo du einfach zwei Paar Schuhe kaufst und das dritte Paar bekommst du dann zum halben Preis oder du bekommst das gratis, ja. Oder zum Beispiel, wenn du zwei Stück von einer gewissen Sorte im Einzelhandel kaufst, ja, dann bekommst du eben ein drittes gratis dazu, ja. Ich muss einfach dazu sagen, das sind so Angebote, die funktionieren bei mir zum Beispiel persönlich ganz gut und ich ertappe mich da halt immer wieder dabei, dass ich da ja dann doch schwach werde, wenn das Angebot gut ist und das Angebot dann auch gern annehme, ja. Verkaufstipp Nummer 6, begrenzt das Angebot. Hierbei sorgt man einfach für eine Verknappung vom Angebot. Ja, das Angebot ist quasi, wenn du so willst, nur für wenige Leute verfügbar. Ja, und geht einfach nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Du könntest zum Beispiel, wenn du Mitgliedschaften verkaufst, eine begrenzte Personenanzahl festlegen. Ja, dass du sagst, okay, die ersten 20 Personen ja, bekommen den Zugang zur Mitgliedschaft. Oder du verkaufst ein gewisses Produkt und legst einfach nur 1000 Stück ja, für dieses Produkt auf. Ja, dass also quasi nur 1000 Stück dieses Produktes verkauft werden. Ja, so erzeugst du eben eine Verknappung und dementsprechend ist der Anreiz, dass jemand kauft, ist natürlich viel, viel größer, wie wenn ja, ein Produkt jederzeit und in unbegrenztem Umfang vorhanden ist. Verkaufstipp Nummer 7, ja, Wiederholung. Ja, wiederhole in deinem Verkaufsgespräch, in einem Video oder wo auch immer du einfach was verkaufen willst, ja, deine Botschaft, ja, so oft wie es geht. Nicht auf eine Ja, wie soll ich sagen, nicht auf eine Art und Weise, die den Gegenüber nervt, aber du kannst viele Dinge ja einfach nochmal wiederholen. Ja, den Nutzen des Produktes zum Beispiel des Öfteren einfach wieder wiederholen auf eine, ja, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ja, du könntest auch dahingehend arbeiten, dass der Kunde immer besser erkennt, welchen Nutzen er oder welchen Nutzen er durch dein Angebot hat. Ja, wie gesagt, gut dosiert kann das Ganze ja eine tolle Möglichkeit sein, ja, um den Kunden dann über kurz oder lang zum Kauf zu animieren, ja, wenn der Kunde immer wieder hört, wie gut dein Produkt ist, ja, wie gut oder wie gut es sein Problem löst, dann ja, dann ist er da einfach kaufbereiter. Verkaufstipp Nummer 8. Bereite dich gut vor und das ist egal, ob du jetzt online oder offline arbeitest. Eine gute Vorbereitung, das ist die halbe Miete. Wenn du online arbeitest, kannst du dir oder solltest du dir auf jeden Fall Zeit nehmen, deine Zielgruppe genau zu kennen, deine Kunden zu analysieren, zu wissen, okay, an wen willst du eigentlich verkaufen, wer ist dein idealer Kunde, ja? Weil so kannst du dann dein Angebot, ja, und auch deine Verkaufsseiten, deine Landingpages und wie auch immer, ja, kannst du dann optimal auf deine Zielkunden zuschneiden. Wenn du offline arbeitest, ja, also direkt beim Kunden bist, ja, oder der Kunde bei dir im Büro bist, ja, dann kannst du dich dahingehend vorbereiten, dass du einfach ja, zum Beispiel Informationen über die Person einholst. Du könntest auf Facebook mal recherchieren, einfach schauen, okay, was für Interessen hat die Person. Ja, einfach, dass du weißt, okay, welche Person, ja, sitzt denn überhaupt dann vor dir. Das Gleiche kannst du für Unternehmen machen. Ja, einfach herausfinden, okay, was für ein Unternehmen, mit wem spreche ich denn da überhaupt? Welche Probleme könnte dieses Unternehmen haben? Ja, dich einfach gut vorbereiten. Und so ist es natürlich sehr, sehr einfach, dann, ja, ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Verkaufsgespräch auch zu führen. Verkaufstipp Nummer 9, der erste Eindruck zählt. Da will ich gar nicht so groß drauf eingehen, weil ich habe das bereits weiter oben erwähnt. Ja, du sollst dich wohlfühlen, du musst authentisch sein, wenn du verkaufst. Und dazu zählt halt eben auch deine Kleidung und den Eindruck, den du ja auf andere machst. Und deswegen solltest du dich einfach so kleiden, ja, wie du einfach in diesem Termin, in diesem Gespräch wahrgenommen werden willst.
Verkaufstipp Nummer 10, lächle und sei höflich. Und das ist so, ja, es sind die Basics eigentlich, nicht nur im Verkauf, sondern ja, sollte eigentlich in allen Bereichen des Lebens zur Anwendung kommen. Aber wenn du, kannst einfach mal für dich das selbst testen, wenn du täglich unterwegs bist, ja, schau einfach mal, wie vielen Verkäufern du begegnest, ja. Wie viele Menschen dir irgendwo ein Produkt verkaufen, sei es beim Bäcker, das Brötchen oder wie auch immer. Und schau einfach mal, wie das Ganze abläuft. Und du wirst oft feststellen, dass ja von Höflichkeit und Lächeln manche meilenweit entfernt sind, ja. Und da fehlen manchmal einfach diese Basics. Und ich selber kaufe halt gern bei lockeren und fröhlichen Menschen ein. Und ein Lächeln, und davon bin ich überzeugt, ein Lächeln im richtigen Moment, ein einfaches Danke und ein Bitte an der richtigen Stelle, ja. Das kann einfach im Verkauf wie im echten Leben wirklich wahre Wunder bewirken. Verkaufstipp Nummer 11, kommuniziere den Nutzen. Ja, das solltest du dir einfach angewöhnen, in Ergebnissen zu sprechen. Ja, und zwar immer und überall, wo es geht. Ja, und nicht einfach hergehen und sagen, was das Produkt bietet oder was das Produkt kann, sondern sag einfach ja deinem Interessenten, deinem Kunden, was das Produkt für sie eigentlich tut, ja, welches Problem dieses Produkt löst. Und wenn du, ja, wenn du zum Beispiel einen Saugroboter verkaufst, ja, dann solltest du nicht ja auf die Technik eingehen, welches System der Roboter nutzt, um die Wohnung zu erkennen, ja, sondern ja, außer halt, wenn die Person das wissen will, ist klar, dann solltest du das natürlich schon erklären, aber du solltest einfach beschreiben, was die Person mit der gewonnenen Zeit tun kann, ja, während der Saugroboter von allein die Wohnung saugt, ja, was, das ist ja der letzten Endes der Nutzen, ja, dass ich in der Zeit ja andere viel wichtigere Dinge für mich tun kann, ja. Letzten Endes ist es so, dass sich kein Mensch dafür interessiert, für das Produkt an sich, ja, was das Produkt ist, sondern jeder interessiert sich nur dafür, was tut es für mich, ja, und das gilt für jede Situation. Und wenn der Nutzen groß genug ist, dann wird die Person das auch kaufen. Verkaufstipp Nummer 12, erzähle Geschichten. Und dieser Tipp, den kannst du eben mit dem bereits erwähnten ja gut kombinieren, weil wenn du im Verkauf tätig bist, dann bin ich mir sicher, hast du schon einige Geschichten mit Menschen erlebt, ja, die du weitererzählen kannst. Und wenn jetzt mal ein Einwand kommt, ja, anstatt jetzt irgendwelche sachlichen Argumente zu liefern, könntest du einfach ja eine Geschichte erzählen, ja, von einem Kunden von dir oder von einem Interessenten, der genau so gedacht hat, ja, und dem du oder der dann eben durch dein Produkt ja einen enormen Vorteil erzielt hat, ja. Geschichten verkaufen ganz einfach, ja, und wenn du keine Geschichten hast, dann nutze einfach die Geschichten von deinen Kollegen. Verkaufstipp Nummer 13, spreche die Bedürfnisse des Kunden an. Finde heraus, was ja die Bedürfnisse deines Gesprächspartners sind. Spreche die ja Bedürfnisse gezielt an, ja. Oder ich erlebe das halt einfach oft, wenn Menschen, ja, zum Beispiel im Network Marketing oder im Vertrieb, ja, da wird oft versucht, Menschen für die Sache zu begeistern über das Thema Geld. Sicherlich möchten viele mehr Geld verdienen, ja. Es ist aber nicht bei jedem so, ja. Es gibt viele erfolgreiche Menschen, die halt, was weiß ich, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, die einfach vielleicht gern mehr Zeit hätten, ja, die sie mit der Familie verbringen können, ja. Und wenn du halt auf das Thema Geld gehst und die Person gar nicht jetzt an dem Thema Geld Interesse hat, dann wird es einfach schwierig. Deswegen, wenn du herausfindest, was die Bedürfnisse, die Ziele deines Gegenübers sind, ja, welche Ziele er verfolgt, dann kannst du auch gezielt eben ja diese Bedürfnisse ansprechen. Dann 14. Gratisproben. Gratisproben, ja, ist ein oder auch ein kostenloses Informationsgespräch, das sind halt gute Möglichkeiten, ja, um besser zu verkaufen. Der Kunde kann sich ja direkt einen Eindruck vom Produkt machen, ja. Sei es jetzt zum Beispiel bei einer Probefahrt im Auto, es sind sofort die Emotionen da, das Motorgeräusch ist da, die Ausstattung er kann es anfassen, er kann es sehen, ja, und er kann einfach das Produkt testen, ja. Und wenn er es dann für gut befindet, ja, dann stehen einfach die Chancen gut, dass du ja nicht nur einen Kunden gewonnen hast, sondern einen wirklich loyalen Stamm. Kunden, weil der von deinem Produkt eben absolut überzeugt ist, ja. Gratisproben ein richtig, richtig guter Weg, um neue, ja, um Produkte eben auch zu verkaufen. Verkaufstipp 15, nehmen ein Nein oder ein Ja nicht persönlich. Und ich habe das gerade zu Beginn meiner Vertriebskarriere, hatte ich oft da Schwierigkeiten damit. Ich habe gerade ein Nein, ja,
Ja, oft sehr persönlich genommen. Das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Ja, ich habe mir einfach angewöhnt, diese Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen. Und zwar ist es mir da auch egal, ob eine Person ja oder nein sagt, sondern ich versuche das halt einfach als Ergebnis auf mein Tun zu sehen, ja. Und ein Nein gehört eben genau so dazu wie ein Ja. Und beides ist halt weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach ein Resultat. Für mich ist es ein Feedback, aus dem ich lernen kann, entweder was ich gut gemacht habe oder was ich schlecht gemacht habe. Und ich habe einfach für mich bemerkt, dass ich einfach viel entspanntere Beziehungen zu meinen Mitmenschen bekomme und dass ich, ja, mir das Ganze einfach nicht mehr so, oder dass mir das Ganze einfach nicht mehr nahe geht und ja, und ich ganz und ich einfacher meinen Job erledigen kann, ja. Verkaufstipp Nummer 16, ermittle den Bedarf des Kunden. Verkauf dem Kunden nur das, was er wirklich braucht, was er will und was er sich auch leisten kann. Und das erspart dir zum einen jede Menge Ärger und Stornos und auf der anderen Seite führt es dazu, dass du als ehrlicher Mensch wahrgenommen wirst, das führt zu Weiterempfehlungen, dass einfach dein Business insgesamt ein stabileres Fundament hat und wächst, ja. Und das kannst du eben aber nur tun, wenn du halt auch den Bedarf deines Kunden ganz genau kennst, ja. Also, deswegen wichtig herausfinden, was dein Kunde wirklich braucht und was er will und dann ihm dabei helfen, das Ganze zu erreichen. Verkaufstipp 17, Belohnungssystem. Auch hier ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach mal die Frage stellst, okay, was will ich diesen Monat, diesen Tag, die Woche erreichen? Und wenn du dann dein Tagesziel erreicht hast, wie willst du dich dann dafür belohnen? Ja? Wenn du dir einfach mal überlegst, es können manchmal Kleinigkeiten sein, die unheimlich motivierend sind, ja. Und wenn du dann dein Tagesziel erreicht hast und sagst, okay, jetzt das habe ich mir jetzt verdient, das gönne ich mir jetzt, dann ist das eine tolle Art, dich ständig zu motivieren, vielleicht doch noch einen Termin mehr zu vereinbaren, vielleicht doch noch ein Gespräch mehr zu führen, ja? Oder beim Verkaufsgespräch einfach dein Bestes zu geben. Verkaufstipp 18, Referenzen und Empfehlungen. Und das ist wohl ja die beste und einfachste Methode. Wie du verkaufen kannst, ist einfach, wenn Menschen ja über eine Empfehlung zu dir kommen und ja, und schon mit diesem Hintergrund, ja, ist es dann halt relativ einfach auch Verkäufe durchzuführen, ja. Hier kannst du vielleicht einfach mal für dich überlegen, okay, wie kannst du ein Belohnungssystem einführen, ja, so dass Kunden dich aktiv weiterempfehlen, ja. Du könntest vielleicht einen Gutschein an deine Kunden geben, die dich aktiv weiterempfehlen, sie zum Essen einladen oder irgendwas in der Art und Weise. Hier kannst du kreativ sein, hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und du könntest auch einfach mal mit deinen Kunden sprechen und sie darauf ansprechen, was sie denn oder unter welchen Aspekten sie dich weiterempfehlen würden. Ja, welche Bedingungen müssten denn gegeben sein? Und aus diesem Feedback, aus diesen Antworten, kannst du dann da gibt es wertvolle Ideen, ja. Und ja, das soll es jetzt einfach mal so von meiner Seite gewesen sein. Ich sehe, wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich da ein bisschen, dass ich das so lang gezogen habe. Ja. Kommen wir zum Ende des Videos. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, mit deinen Freunden teilst oder mir einen Daumen nach oben gibst. Natürlich freue ich mich auch über einen Kommentar von dir, einfach, dass wir ja weiter in den Dialog gehen können, dass wir uns ja weiter austauschen können. Ich freue mich ja, dich kennenzulernen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, viel Spaß bei der Umsetzung. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.